Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Ausgabe vom Gelben Sessel hier auf KM1 TV. Dieses Mal mit Michael Lindner von RTS Greenkeeper. Herzlich willkommen, lieber Michael. Ja, danke schön. Hallo. Sag mal, wie lange gibt es denn schon RTS Greenkeeper? Also RTS gibt es seit 2011. Da hat alles angefangen. Es ist so, ich habe ja bis dato ein Fach Einzelhandelsgeschäft gehabt. Ich bin gelernter Radiofernsehtechniker. Wir haben sehr viele Reparaturen gemacht und in 2011 kam dann ein Kunde vorbei mit so einem Beflockungsgerät, Begrasungsgerät, wie es auch umgangssprachlich heißt, das wir jetzt auch herstellen, und hat gesagt, Mensch, kannst du mal schauen, das funktioniert nicht mehr. Vielleicht kann man es reparieren. So, und dann habe ich mir das angeschaut. Ich konnte es dann auch reparieren und habe gedacht, ja gut, da kann man das besser machen und auch stärker bauen von der Leistung her und qualitativ auch ein bisschen hochwertiger. So, und dann, da war noch gar nicht angedacht, dass es dann so steil nach vorne geht. Und die ersten Geräte habe ich dann praktisch an bekannte Modellbauer gegeben und die waren dann begeistert und hat sich das so entwickelt in den einschlägigen Foren im Internet und ja, und so ist das dann quasi weitergegangen. Wir haben dann, oder ich habe dann noch leistungsstärkere Geräte entwickelt, das war dann 2013 und 2015, da kam der RTS Greenkeeper 55 kV, also für die Modelllandschaftsbaubranche das stärkste Gerät seiner Zeit am Markt. Und dann 2018 haben wir für diese bestehenden Geräte dann ein sogenanntes Wechselbehältersystem kreiert. Das heißt, man musste nicht immer die Fasern oder das Flockmaterial, was verarbeitet wird, immer ins Gerät reingeben, nach Gebrauch wieder ausschütten, sauber machen, neu befüllen, sondern wir haben das gleich so gelöst, dass wir Wechselbehälter haben, die schon vorbefüllt waren. Und dann hat man hier eine effektive Arbeitsweise. 2019 kamen dann die ersten Fasern, war eigentlich eine logische Konsequenz, dass wir dann auch das Zubehör mit anbieten. Ja, und hat sich dann immer weiterentwickelt. Heute produzieren wir die ganzen Materialien für den Modelllandschaftsbau. Wir produzieren mittlerweile auch für Fremdfirmen. Ja. Und da ist noch einiges geplant für die Zukunft. Das heißt, hattest du vorher gar keine Berührungspunkte zum Modellbau oder war da schon auch so hobbymäßig so ein bisschen eine Grundlage geschaffen? Ja, das ist klassischerweise, fängt das mit Kindesbeinen an. Da hat jeder seine Märklin-Anlage gehabt, ja, und aber Modelllandschaftsbau war da jetzt nicht so das große Thema. Das waren Spielanlagen, man hat sich an den Zügen und an den Modellen erfreut. Und dann ist es, wie bei vielen, im Jugendalter dann praktisch hat sich das Ganze dann verlaufen. Und ich kam dann erst wieder, wie gesagt, 2011 dazu, als der Kunde mir das Gerät von heutigen Mitbewerber gebracht hat und wo ich das repariert habe. Und so kam das einfach. Also eine sehr schicksalshafte Begegnung. Ja, genau. Das Fach Einzelhandelsgeschäft musste ich dann leider aus gewissen Gründen schließen. Das hat damit zu tun gehabt, dass Reparaturen einfach nicht mehr lohnenswert gewesen sind. Der Neuverkauf von Fernsehgeräten oder Unterhaltungselektronik ist dann über die Großfläche, sprich die Großmärkte gelaufen und übers Internet. Was zuerst vielleicht so als zweites Standbein angedacht war, hat sich jetzt natürlich zum Hauptberuf entwickelt. Und es war wohl nicht dein Schaden. So ist es. Wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Was für eine Produktpalette oder für ein Sortiment bietest du jetzt so im Gesamten an? Also, wie gesagt, wir sind ja in der Elektronikentwicklung auch vertreten. Das heißt, wir bieten diese Beflockungsgeräte mit viel Zubehör an. So, dann haben wir natürlich auch das Material, diese Kunststofffasern, Glasfasern, wie man so schön sagt, im Programm. Riesenauswahl. Wir haben
zum Teil fertige Matten, ja, die eine hohe Qualität aufweisen. Wir haben Büsche, ja, wir haben Klebstoffe, die wir auch selbst herstellen. Wir haben verschiedene Strukturpasten. Also alles, was so für den Modelllandschaftsbauer, der nach heutigen, ich möchte schon sagen, professionellen Gesichtspunkten baut, haben wir das alles im Programm. Das heißt, ich stelle mir auch vor, also es gibt jetzt nicht nur Materialien, um beispielsweise Gras, Büsche mir zusammenzubauen oder schon fertig zu kaufen, sondern ich könnte mir auch Material kaufen, um ein Tier zu beflocken. Zum Beispiel, ja. Und geht es auch mit Gebäuden? Also kann ich Gebäude auch beflocken oder muss ich da anders rangehen? Gebäude, die werden eher gealtert. Das wird mit Farben gemacht, ja. Teilweise mit verschiedenen Spachteln, Modellbau-Leichtspachteln. Damit kann man auch Felsen bauen. Also auch das haben wir immer Repertoire. Und beflocken, klar, wir haben das jetzt kürzlich in Friedrichshafen auf der Messe, hat unser Marcel Ackle das ausprobiert. Und unser Claude Vanel aus Luxemburg, die haben wirklich Schafe beflockt. Wir haben so einen sogenannten Schneeflock, also weißen Flock, Flockfasern in 0,5 mm Länge. Und das kam wahnsinnig gut an bei den Besuchern. Die haben eigentlich nur gestaunt. Und das ist jetzt so ein bisschen ein Hype und ein Trend, dass wir auch Tiere beflocken. Ich habe da ja schon sehr interessante Fotos gesehen und war wahnsinnig erstaunt, was da auch von der Darstellung her alles möglich ist. Also ja, genau. Irre. Jetzt sitzen wir ja hier bei KM1 TV. Wie hast du denn eigentlich den Andreas Krug kennengelernt? Ja, das war, wir sind ja auch viel auf Messen und Ausstellungen unterwegs. Und es war beim, damals hieß es noch Spur Null Treffen in Gießen. Da kam der Andreas zu uns ans Stand und hat bewundert, was wir hier so vorführen mit unseren Geräten und Materialien. Hat ihn anscheinend sehr, sehr angesprochen und er war begeistert. Und dann haben wir einfach mal darüber geredet, dass ich mal zur Hausmesse komme, zum Großbandtreffen nach Lauingen. Vor allem auch die räumliche Nähe. Wir haben ja einen Standort in Leipheim, wo wir produzieren, wo wir auch einen Werksverkauf haben. Also made in Germany. Das ist bei uns zu 100% so. Wir wollen diese Philosophie aus Qualitätsgründen natürlich so beibehalten. Ist uns sehr gut gelungen. Und ja, ich denke jetzt mal, das ist auch der richtige Weg, auch in die Zukunft. Und wie gesagt, wir haben uns in Gießen getroffen, KM1 und RTS. Ich glaube, da kann was Großes entstehen. Ich glaube ja auch, vor allen Dingen mit Blick in das nächste Jahr. Da ist ja einiges mit euch so geplant. Genau. Also das Nächste, was jetzt kommt, ist einfach das Auffrischen dieser Spur-Null-Anlage. Und da freue ich mich schon drauf. Und der Buddenhagen-Anlage, ne? Der so heißt sie korrekt. Anlage, genau, so heißt sie korrekt. Und natürlich sind dann auch Modellbauseminare geplant oder eigentlich schon in Planung, wo wir einfach den interessierten Modelllandschaftsbauern hier mal verschiedene Techniken im Modellbau, neue Techniken zeigen möchten, wie man wirklich dem Vorbild der Natur so nah wie möglich kommen kann. Kann ich denn eigentlich auch als totaler Laie damit einsteigen und anfangen oder brauche ich da gewisse Vorkenntnisse? Also ich denke jetzt mal, dass es so aufgebaut sein wird, was wir schon bei uns selbst praktizieren, sogenannte Grundlagenseminare, damit man mal den Einstieg hat in diese Beflockungstechniken. Natürlich im Nachgang wird es auch Seminare geben für Fortgeschrittene. Ja, also da gibt es viele Möglichkeiten im Bereich Modelllandschaftsbau. Die einen machen die Begrünung, die anderen machen die Bogengestaltung, Felsengestaltung, ja, kolorieren. Es gibt dann mit Sicherheit auch die Möglichkeit, Gebäude oder Fahrzeugmodelle zu altern. All das gehört zum Modellbau. Das heißt, ich kann direkt vom Profi lernen. Ja, es ist immer so. Das ist, wenn man einen Beruf erlernt, dann hat man auch sozusagen den Lehrmeister. Ja? Und da ist es im Modelllandschaftsbau auch so. Also ich kann ja nicht nur vom Profi dann lernen, sondern auch vom Profi das Material beziehen. So ist es, genau. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, ideal.
Das glaube ich aber allerdings auch. Okay. Also da wird 2024 vieles auf uns, auf Sie zukommen, liebe Zuschauer. Mhm. Und was steht sonst für dich noch 2024 an? Wie möchtest du RTS noch weiterentwickeln? Ja gut, wir haben natürlich auch noch einiges im Köcher, was Neuheiten anbelangt. Wir haben natürlich auch die Mitbewerber ein bisschen im Blick, ja. Wir wollen Muss jetzt, man ja auch, oder? Genau. Wir wollen jetzt nicht unbedingt das machen, was die anderen machen, sondern wir suchen uns immer die Nischen. Ja? Und da wird 2024 natürlich immer wieder was kommen. Wir werden das kommende Jahr ein bisschen anders machen von den Neuheitenvorstellungen. Wir werden wie immer über das ganze Jahr ein bisschen was Neues einstreuen, also nicht immer zielgerichtet zur Spielwarenmesse die ganzen Jahresneuheiten vorstellen, sondern wirklich dann übers Jahr kontinuierlich was Neues bringen. Okay, und wenn jetzt ein Kunde total daran interessiert ist, geht er dann ins Internet, googelt RTS Greenkeeper oder kannst du direkt auch eine Website nennen? Ja, also die Kunden oder die interessierten Kunden können natürlich über unseren Online-Shop rts-greenkeeper.de bestellen, auch in der Schweiz. Das macht unser Marcel, rts-greenkeeper.ch. Das ist für die Schweizer Kunden oder aber dann auch schon bei bekannten größeren Händlern sind wir gelistet. Also es gibt immer eine Möglichkeit, unsere Produkte entweder online direkt oder beim Händler oder bei uns im Volksverkauf zu beziehen. Und gäbe es jetzt auch eine Möglichkeit, wenn jemand zufällig in Süddeutschland lebt oder unterwegs ist, bei euch vorbeizukommen? Natürlich, natürlich. Der besucht uns dann bei uns in Leipheim im Volksverkauf. Da haben wir, ich sage jetzt mal, 90% unserer Produkte vor Ort und da kann er natürlich dann gerne einkaufen. Prima. Ja. Vielen Dank, lieber Michael, für deine Zeit. Danke auch. Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, wenn Sie jetzt vorhaben, Ihre Anlage aufzupeppen, egal in welche Richtung, ob mit Begrünung oder Veraltung der Modelle, kann man das sagen? Alterung, ja. Alterung, jetzt haben wir es. Alterung der Modelle. Dann wissen Sie, der Michael Lindner von RTS Greenkeeper ist Ihr Ansprechpartner. Und wenn Sie das 1:1 lernen wollen, dann bleiben Sie auf jeden Fall dran hier bei KM1 TV, denn hier finden Sie die Seminare und Tutorials zu, wie Sie Ihre Anlage begrünen können. Das war eine neue Ausgabe vom Gelben Sessel. Wir hoffen natürlich, es hat Ihnen gefallen und Spaß gemacht beim Zuhören und Zuschauen und bedanken uns bis zum nächsten Mal.